Was für ein Malheur von Harrison Newey. In seinem Wagen geht der Feuerlöscher los. Ob selbst verschuldet oder nicht, der 18-Jährige hat auf jeden Fall nichts mehr gesehen. Da konnte auch nur der Papa den Kopf schütteln. Adrian Newey, der erstaunlicherweise nicht bei der Formel 1 beim Red Bull Team in Spielberg verweilt, sondern beim Formel 4-Rennen des Sohnemanns in Spa. Das Ein-Mann dominiert. Nach der Quali, Joel Eriksson auf der Pole, rast er vorne weg. Auch zwei Safety-Car-Phasen können den 17-jährigen Schweden nicht stoppen, der schon in Spielberg zwei Läufe gewann. Mick Schumacher mit seinem schwarzen Boliden und grün-gelben Helm von Platz 14 gestartet, im Mittelfeld unterwegs, profitiert von den Safety-Car-Phasen, findet sich nach der zweiten Unterbrechung auf Platz 10 wieder, würde damit am Sonntag in Rennen 3 von der Pole starten, macht dann aber einen Fehler, verliert innerhalb einer halben Runde 5 Plätze, kommt letztlich auf dem 15. Platz ins Ziel. Vorne gewinnt Eriksson vor dem Chinesen Zhu und Schwarzmann. Eriksson baut damit seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.